Moin Jungs, da bin ich wieder. Und während ich das eine Video am Machen war mit den Wall Breaches, bin ich auf ein Video gestoßen, wo ihr quasi an jeder Stelle, wo ihr haben wollt, euren eigenen Wall Breach machen könnt. Und dann dachte ich mir, hey, bevor ich da 20 Videos oder 20 Szenen oder 20 Wall Breaches euch zeige, unterbreche ich einfach, mache das Video fertig, lade es hoch und zeige euch ein Video, wo ihr den Wall Breach schlechthin machen könnt. Zwar ihr könnt entscheiden, wo ihr den Wall Breach haben wollt. Es funktioniert zwar nicht an jeder Stelle, ich habe einige probiert, da hat es nicht funktioniert, aber man muss jetzt nicht lang suchen, um jetzt seinen eigenen Wall Breach zu machen. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Ihr braucht nur Folgendes, also zwei Sachen braucht ihr. Die eine Sache ist ein Panzer und die andere Sache ist eine Location. Ich denke, beides ist machbar. Dann fange ich jetzt mal an und zeige euch genau, wie das geht. Um das Ganze mal zu zeigen, habe ich mir diese wunderschöne Location rausgesucht. Und ihr müsst jetzt mit dem Panzer so ein bisschen, ja, fast parallel an die Hauswand stehen. Also hinten muss ein bisschen mehr Abstand sein als vorne, aber es darf jetzt nicht zu weit sein. Das müsst ihr einfach mal probieren. Also ich habe auch immer 4, 5 Versuche gebraucht. Und dann müsst ihr einfach nur in den Schlitz hineinlaufen. Dann merkt ihr, wie zack, wie buggy das Ganze ist. Und dann seid ihr drin. Und dann habt ihr euren eigenen Wall Breach an der Stelle gemacht, wo ihr ihn machen wollt. Jetzt zeige ich euch nochmal eine andere Stelle, damit ihr einfach seht, dass es an mehreren Stellen geht, dass es nicht nur die eine ist, sondern eigentlich fast überall. Ihr müsst auch wieder den Panzer einfach so irgendwo an die Wand hinstellen, wo jetzt nichts im Weg ist. Hinten ein bisschen mehr Abstand, läuft es ein bisschen rein, drückt es links, rechts und irgendwann seid ihr drin. Das funktioniert an jeder Stelle, wo eine Straße unterm Gebäude programmiert wurde. Jetzt seht ihr rechts von mir, da fällt man runter, wenn man da reinläuft. Wenn das direkt an der Hauswand ist, dann kommt sie da auch nicht rein. Aber wenn dann irgendwo ein bisschen was von Straße oder Wiese oder irgendwas programmiert wurde, dass man drauf laufen kann, so wie da, wo ich jetzt stehe, dann kommt sie an jede Stelle in ganz Los Santos rein. Klar, manche sind jetzt nicht so attraktiv, weil jetzt zum Beispiel hier kann ich jetzt auch nicht durch das Glas oder durch die Eingangstüre schießen. Guck, ich schieße da und die Schüsse bleiben einfach drin, das passiert nichts. Aber du müsst ihr einfach ein bisschen rumsuchen, irgendwas Tolles finden. Ihr könnt mir auch Bescheid geben, wenn ihr irgendeine geile Location gefunden habt, wo man auch von innen nach draußen schießen kann, ohne dass euch jemand innen trifft. Ja, das war's dann erstmal von dem Video. Ich denke, das ist ein hammergeiler Wall Breach, Make Your Own Location, irgendwas, Glitch, RP, Solo Money, Funny Moments. Oh mein Gott, das ist so brutalstens. Ja, okay, wollen wir es mal nicht übertreiben. Ja, das war's auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, die Außentemperaturen werden ein bisschen sinken, dann kann ich auch mehr Videos produzieren. In diesem Sinne, macht's gut, ciao Jungs, haut rein, viel Spaß, bye bye.